ein bisschen Real Talk. Meine Videos sind fake. Was geht ab, meine Freunde? Gerne Bros hier heute mal wieder mit ein bisschen Real Talk. Wird mal wieder Zeit. Ich glaube, ihr habt mich übertrieben lange nicht mehr in dieser Situation gesehen, nicht mehr in Position nach Kulturslawisch. Auf jeden Fall, Freunde, heute gibt es das Thema, ein bisschen Real Talk. Meine Videos sind fake. Ja. Damit meine ich speziell die Pranks. Damit meine ich speziell das letzte Video mit dem Killer-Clown. Ihr habt es ja gesehen, da gab es wirklich, ja, ich glaube, ich muss ja selber, das waren irgendwie 3.000, 4.000 Dislikes. Ich achte nie auf Likes, mich juckt das nicht, weil ich weiß, ich kriege immer über irgendwie 10.000 und die Dislikes juckt mich eh nicht. Da wusste ich speziell, ich werde ein paar mehrere kriegen. So, also ein paar mehrere Tausende. Alle, die ein bisschen schlau überlegt haben, die wussten, ja, ich habe das auch in den Kommentaren gesehen, dass das Video gefaked ist, sprich gespielt. An der Stelle muss ich sagen, das war von mir geplant. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, ja, ja, Ausrede. Nein. Ich hätte im Prinzip jetzt auch gar kein Video machen müssen, weil das Video hat, keine Ahnung, 150.000 Klicks und nicht 1 Million. Ja. Aber ich wollte euch mal was beweisen damit. Und zwar dieser Beweis, der zerfickt alles. Dieser Beweis, der zerfickt einfach alles, Leute. Ihr wisst, wir leben in einer Welt, wo Medien und anderer Scheiß uns manipulieren. Ich habe dieses Video gemacht mit Kevin und Luke zusammen. Ich so zu den Jungs, ich komme heute Abend vorbei, wir drehen ein Video. So, ich habe jetzt gesagt, ja, dieses Killer-Clown-Dingens, weil es gerade im Hype, lasst dazu was machen. Fakt Nummer 1, zeige ich euch. Guck mal hier, es heißt Killer-Clowns und ich habe eine Schweinemaske. So, Haram-Stufe Rot an der Stelle. Ein Kollege von mir ist Moslem, da meinte, Bruder, ich darf die nicht anziehen. Habe ich mich Schrott gelacht. Alles klar. Erstens, Killer-Clown, Schweinemaske. Fehl 1. Hat aber nicht gejuckt. Das war das erste, wo man sich eigentlich denken konnte, hä? Und zwar, dieser Hype, der hat dafür gesorgt, dass mehrere Leute auf Facebook sich Facebook-Seiten erstellen. Irgendwie mit dem Namen Killer-Clown gesichtet in Punkt, Punkt, Punkt. Und dann Stadtteil. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so Pinneberg oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aska. Vergiss dein Handy auszuschalten. Mein Cousin schreibt mir, bring mal was zu essen mit, du Hund. Aska. Ich habe so ein bisschen clever überlegt, ich so zu den Jungs, wir drehen jetzt ein Video, das ist gespielt. Guck mich so an, so, willst du das machen? Warum? Ich so, nee, wir faken das einfach, geht gut, klick so. Ich habe denen das nicht erzählt, was ich vorhatte, und das erzähle ich euch jetzt. Und die kriegen das jetzt auch mit, warum ich das gemacht habe. Natürlich, meine Jungs meinten, ja, okay, komm, wir sind dabei. Davon gehalten haben die nicht so viel, weil es gespielt war. Aber wir machen das Ding, wir haben das Ganze geplant. So, ich habe das Ganze geplant, die haben einfach mitgemacht. Wirklich, jeder, sogar ein Blinder hat gesehen, dass es fake war, Digga. So. Was ich damit erreichen wollte ist, ich habe ein Thumbnail dabei hochgeladen, das seht ihr jetzt hier. Dieses Thumbnail habe ich einfach gemacht, Kevin steht da, Totschläger und dieser Maske. Killer-Clown, Amanakoy mit Schweinemaske, erstens das. Das habe ich auch auf Facebook gepostet, das mache ich immer, ich poste meine Thumbnails immer auf Facebook, damit die Leute wissen, ich habe ein neues Video hochgeladen. Der Trick dabei war, ich habe gesehen, viele Facebook-Seiten ziehen sich, also ich habe vermutet, und da lag ich goldrichtig, von diesen Facebook-Seiten, die gingen so viral, die haben innerhalb von 1-2 Tagen 30.000, 40.000 Likes gemacht, weil dieser Killer-Clown war so im Hype. Haben sich irgendwelche Bilder aus dem Netz gezogen, keine Ahnung, von anderen Seiten geklaut und dann gesagt, Killer-Clown in dieser Stadt gesichtet, was natürlich nicht stimmt. Und die Leute haben sich direkt ihre Freunde markiert, ihre Tante, ihren Cousin, alles. Die haben das direkt geglaubt. Habe ich einfach gedacht, ich poste das, da ich eine relativ hohe Reichweite habe auf Facebook und auch, ich glaube, einer der bekanntesten bin in Deutschland auf Facebook, habe ich mir gedacht, das könnte was werden. Ich habe es gemacht, das Video hochgeladen, nichts dazu gesagt. Ich wollte erstmal am Ende sagen, dieses Video ist gefaked. Dachte ich mir, nee, ich lasse das. Habe das so gelassen, daraufhin ist Folgendes passiert. Was habe ich gesehen? Das, was ich genau wollte, Digga. Diese Facebook-Seite, ja? Killer-Clown gesichtet in Österreich. Erstens, ich fick dein Leben, was klaust du meine Sachen? Was ein Grobian, Digga. Man sieht sogar an einem Thumbnail ein roter Kreis. Und er lädt das hoch und sagt, Killer-Clown gesichtet. Da oft Leute ein bisschen schlau haben gesagt, das ist von Mr. Gamebros, das ist von Mr. Gamebros. Sie haben kommentiert. Hat das nicht gejuckt, er hat es hochgeladen, die Leute haben es sogar teilweise geglaubt. Lies doch mal die Kommentare durchmachen. Da steht sogar, dass das von mir ist. Auf jeden Fall, kurze Zeit später, kriege ich das so mit. Ein Abonnent schreibt mir, ey, du bist in der Zeitung. Ich so, warte mal. Habe ich wieder was Falsches gemacht? Nein. Bin ich irgendwie im Knast oder so? Nein. Habe ich wieder Scheiße gebaut? Nein. Eine österreichische Zeitung, ja, die ist sehr bekannt in Österreich, die ist nicht nur regional, die ist komplett in Österreich bekannt, hat mein Thumbnail genommen, es auf die Fresse minimiert und hat dann gepostet, dass, ich glaube, das war in Linz oder irgendwo anders, dass da ein Killer-Clown gesichtet wird. Was ich damit sagen möchte, diese Zeitung, Medien, haben Scheiße rum erzählt, die Leute glauben das. Wollte ich damit erreichen, genau das. Und ich bin, kann man sagen, King, Digga. Ich habe genau das erreicht, was ich wollte. Das war eigentlich
Ich lag im Bett, Digga, ich hab mir einen gejackt, nein, Spaß. Ich lag im Bett, keine Ahnung, hab Tetris gespielt und dann kam ich auf die Idee. Und hab mir gedacht, Jungs, wir drehen jetzt was. Eine Stunde später bin ich bei meinem Kollegen und wir machen die Scheiße. Und es hat wunderbar geklappt. Das ist wirklich Beweis, das ist, diesen Beweis kann man nicht rechtfertigen. Kann man nicht sagen, nee, aber wir dachten, nein, dieser Beweis ist einfach Fakt. Man kennt ihr das, wenn ihr Video macht, auf einmal schreibt euch, keine Ahnung, halb Russland, Digga. Ich hab wirklich jetzt die Zeit auseinandergenommen. Ich hab nicht so gemacht, ich hab so, Digga, mit Kopf, mit alles auseinandergenommen. Das ist krass, Leute. Ich möchte euch damit nur darstellen, glaubt diesen Medien nicht. Das ist wirklich ein Teil, wo ich einfach dachte, jetzt hast du was und jetzt kannst du die... Versteht ihr, was ich meine? Da an der Stelle muss ich mich entschuldigen, dass ich da einen Fake-Scheiß produziert habe. Aber ich kann auf meinem Kanal machen, worauf ich Bock hab, ja. Ich hab auch am letzten Tag wieder angefangen mit Gaming, wenn ihr Bock drauf habt, Daumen nach oben, so. Letzte Zeit zocke ich wieder auch in der Garde, ist einfach durchgeschmort. Ich zocke so, brennt einfach. So, einfach kommt da Flammen raus. Also, was ist das denn am Monaco? Egal. Aber ich finde, Fake-Pranks und auch Real-Pranks haben alles eine Einsicht, Unterhaltung. Wenn sie unterhalten, ist das nicht schlimm. Das Video hat in einer Hinsicht unterhalten, war auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber ich habe es euch gesagt, warum ich das gemacht habe und was mein Ziel war. Mein Ziel war es, diese verfickte Zeitung, beziehungsweise ich wollte nicht jetzt speziell die Zeitung, ne? Ich habe es einfach gedacht, mir war bewusst, dass Facebook-Seiten es kopieren, das war mein Ziel. Aber dass dann so krass geht in der Zeitung, Digga, in einer Zeitung. Ne? Da sitzen alte Männer, alte Frauen, die sind, keine Ahnung, 60 plus, lesen diese Zeitung durch und oh, versteht ihr, was ich meine? Und glauben den Scheiß. Das ist genauso wie Vorurteile mit Ausländern etc. Die glauben das direkt. Deswegen Beweis A und O, glaubt nicht den Medien. Niemals. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Ich habe mit 13, 14 die Scheiße auch noch geglaubt. Mittlerweile juckt mich das gar nicht mehr. Ihr müsst so einen Scheiß erst mit eigenen Augen sehen und dann eure Meinung bilden. Nie, ich schwöre, am besten nie mehr Nachrichten lesen. Nachrichten lesen. Was? Nie mehr Nachrichten angucken, keine Zeitungen mehr lesen, gar nichts, Digga. Guck ich einfach meine Videos an. Jetzt werde ich da Nachrichtenreporter. Auf jeden Fall, meine Freunde, vor die Gang, ist am Start. Heute haben wir ein Thema. Killer-Clown wird geprankt und ich flässe und so. Deswegen, meine Freunde, haltet euch das mal im Hinterkopf. Glaubt den Shit nicht. Und. Killer-Clown. Sieht das aus wie ein Killer-Clown? Das sieht aus wie meine Ex-Freundin, die sagt Killer-Clown, Alter. Egal, meine Freunde, das war's mit dem Video. Lasst mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt meine anderen Videos ab. Und ich würde sagen, haut rein.